Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich versuche diesen großen Komplex, den ich als Thema habe, weil das geht ja weit über die Bahn und über Mainz, wo ich nachher ein paar Worte zu sagen habe, hinaus so schnell wie möglich in der mir gegebenen Zeit Ihnen darzustellen. Ich wurde angefragt, als ehemaliger Eisenbahner hier zu sprechen. Ich habe 1980 bei der Bundesbahn angefangen und war bis 1990 beschäftigt. Das ist jetzt aber schlappe 23 Jahre her. Und insofern ist meine aktive Zeit von damals für heute eher nur noch von nostalgischem Wert. Die Bundesbahn damals war ein Staatsbetrieb mit zu meinen besten Zeiten von über 400.000 Beschäftigten in einer völlig anderen Infrastruktur und teils ganz anderen Aufgabenfelder. Stichwörter wären zum Beispiel Güterverkehrsgleisanschlüsse in Kleinbetriebe oder Gepäck- und Expressgute, noch vieles anderes. Das gibt es alles nicht mehr und es ist zum einen dem Rationalisierungswahn zum Opfer gefallen, zum anderen aber auch sind Modernisierung und Anpassungen an Logistikanforderungen heutzutage dringend notwendig gewesen. Heute bin ich, wie angekündigt, ich arbeite beim DGB, ich bin politischer Sekretär und der DGB ist ja Teil des Bündnisses Ja zum Ausstieg und der DGB hat ja auch den Beschluss gefasst, eben Stuttgart 21 nicht zu wollen und mit euch gemeinsam abzulehnen. Vor dem Börsengang der Bahn und dem Ausbluten des Betriebs durch die Privatisierung, damit Investoren ihren Reibach machen können. Aber die Privatisierung der Bahn hat bereits am 2. Dezember 1993 stattgefunden. Damals stimmten der Deutsche Bundestag mit 558 Ja-Stimmen bei gerade mal 13 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen für ein Gesetzespaket, das hieß Bahnreform, welches sehr viele Sachen beinhaltete und unter anderem zur Umwandlung der Staatsbahn in eine Aktiengesellschaft führte. Damit ist die Bahn eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft im alleinigen Besitz des Bundes. Und der verdient an diesem Betrieb. Die Entnahme aus dem Gewinn der Bahn AG beträgt jährlich eine 500 Millionen Euro. Das ist nichts anderes, als wenn Aktionäre ihre Rendite wollen. Diese Dividendenvereinbarung beruht auf einer mündlichen Abmachung zwischen dem früheren Bahnchef Hartmut Medon und dem damaligen Finanzminister, wer war's? Per Steinbrück von der SPD. Als Teil des Sparpaketes der Bundesregierung damals. Gespart wird dabei, und zwar mächtig. Es wird gespart an einer sinnvollen Infrastruktur. Es wird gespart am Personal. Es wird an ausreichenden und gut gewarteten Loks, an Waggons, an Gebäuden gespart. Und vor allem wird gespart an einem notwendigen und sinnvollen öffentlichen Verkehrsbetrieb, der allen zugutekommt. Die zeitweilige Abkoppelung des Mainzer Hauptbahnhofes vom Bahnverkehr, immerhin, es ist der Bahnhof der Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz, war notwendig geworden, weil 3 Fahrdienstleiter im Krankenstand waren und 4 ihren verdienten Urlaub hatten. Man denkt, 7 fehlende Personen, das kann eigentlich kein Problem sein, da in Mainz aber nur insgesamt 15 Personen in Tag- und Nachtschichten das Stellwerk rund um die Uhr bedienen, wurde es zur wörtlich großen Blamage für die Bahn, wie Bahnchef Grobes es ausdrückte. Dies ist aber kein regionales, mainz-spezifisches Problem, sondern das Ergebnis, wenn man Personalstellen auf Kante näht, nur für den notwendigen Bedarf sorgt und selbst die Folgeerscheinungen dieses Verschleißes ignoriert. Konzernweit sind mittlerweile 8 Millionen Überstunden und 9 Millionen Stunden ausstehende Urlaub aufgelaufen. Dies ist auch in Stuttgart nicht anders. Auch hier ist die Eisdecke sehr dünn. Urlaubsrückstände und Krankheit sind auch hier an der Tagesordnung.
Im Stuttgarter Stellwerk arbeiten pro Schicht bis zu 8 Fahrdienstleiter mit einer hohen Zahl an Überstunden. Hinzu kommt die besondere Belastung, dass durch den Umbau im laufenden Betrieb sich permanent Fahrwege und Weichen ändern, also Stress. Die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, forderte seit geraumer Zeit, endlich den Personalbedarf neu zu ermitteln und Personal einzustellen. Nach dem Chaos von Mainz ging es dann plötzlich ganz schnell. Die Personalplanung wird nun bis 15. Oktober für jeden Betrieb, also jeder Einzelne, eben auch Stuttgart, vor Ort unter Beteiligung der Belegschaft und der Betriebsräte neu ermittelt. Und es wird eben auch für Stuttgart ordentlich gut zusätzliches Personal bringen. Bahnchef Grube, der immer für ein eigenartiges Zitat gut ist, sagte: Fahrdienstleiter ist doch nicht irgendein Job wie Wurstwenden an der Frittenbude. Zitieren gerne. Abgesehen davon, dass man auch schlecht grillen kann, also das ist auch ein Job, den man falsch machen kann, wundert es mich doch, dass bei der Bahn diese Erkenntnis erst jetzt zum Vorschein kommt, wenn der Zug gegen die Wand bereits gefahren ist. Wir haben es aber nicht mit einem bahnspezifischen Problem zu tun. Das Ausbluten von Betrieben bis auf den letzten Tropfen hat seit Jahrzehnten Hochkonjunktur. Das Startdatum dazu heißt eigentlich 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit, welcher dieses Jahr in Stuttgart mit der für Deutschland zentralen Schulterklopfparty hier groß begangen wird. Seit dieser Einheit wurde mit aller Energie der soziale Konsens zerstört, Betriebe auf Teufel komm raus, privatisiert, verhökert, Gesetze verhindert, Rentenkassen geplündert. Dieser Wahnsinn nennt sich Neoliberalismus und die Bahn ist nur ein Spieler im Orchester der Blutsauger und im Übrigen noch nicht mal das Schlimmste von allen, bei weitem nicht. Der Umbau der politischen Landschaft hat eine ganze Flut an Veränderungen ausgelöst. Stichworte hierzu wären zum Beispiel Agenda 2010, Befristungen, Kettenverträge, Leiharbeit, Werkverträge und. Die Ergebnisse sind vorprogrammierte Altersarmut, rasant steigende Mietbelastung, mangelnde Gesundheitsversorgung oder lange Fahrzeiten zum Arbeitsplatz. Das sind Auswirkungen, die beide Teile der Gesellschaft belastet. Da gibt es noch etwas anzufügen, es gibt immer so Sekundäreffekte. Es steigt ja immer noch nach wie vor permanent die Anzahl der Fahrgäste. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass viele Leute einen zweiten Job haben oder weiter fahren müssen. Also da liegt die Kette beißt sich einfach, die schließt sich hier. Die Reduzierung der Beschäftigten auf ihre reine Verwertbarkeit, auf die maximale Ausbeutung der Arbeitskraft bedeutet die Auflösung der gesellschaftlichen Zusammenhänge. Insofern hat das Chaos im Stellwerk Mainz uns vor Augen geführt, wie hemmungslos dieses ökonomische Prinzip auf deutschem Boden bereits durchgezogen wird. Der Zerfall der Infrastruktur in Deutschland führt zu Standortnachteilen, gefährdet massenhaft Arbeitsplätze und schränkt Lebensqualität ein. Gerade bei der Verkehrswegeplanung findet seit Jahrzehnten eine erhebliche Unterfinanzierung statt. Seit 1992 geht die staatliche Investitionstätigkeit zurück und nach dem OECD-Bericht gehört das Industrieland Deutschland nun zu den investitionsschwächsten Ländern. Der DGB fordert deshalb einen Masterplan Mobilität, damit die Verkehrsinfrastrukturpolitik wieder den dringend notwendigen Anschluss bekommt und nicht nur von Larifari-Vorzeigeprojekte wie Stuttgart 21 Geld verpulvert wird in die Schnapsidee des Herrn Dürr damals, dem zur Baden nur Tiefbahnhöfe und Schnellbahnstrecken einfiel, weil er nicht in Stuttgart sind. Neoliberalismus ist nicht nur ein Bahnproblem. Auch unserer grün-roten Landesregierung fällt nichts Besseres ein, als auf Kosten der Gesellschaft Geld einzusparen. Stichwort hierzu der Abbau von 11.000 Lehrerstellen, die Verweigerung, den Tarifabschluss für Beamte die Staatsdienste zeitgleich zu übertragen, um nur zwei aktuelle Felder von viel, viel mehr zu benennen. Willkommen im Club der Akteure, die meinen, Sparen, Geld entnehmen und privatisieren sind die einzigen Formen, Politik zu machen. Der Widerstand gegen Stuttgart 21 legt den Finger in die Wunde.
aber nicht nur bei der Frage, ob hier Löcher ohne Ende gebuddelt werden und der Bahnhof oben oder unten liegt, sondern in das Prinzip an den Bedürfnissen und der Funktionalität der Gesellschaft auf lange Frist hinaus vorbeizuplanen. Stuttgart 21 verhindern heißt auch gleichzeitig, diese neoliberale Zerstörungspolitik zu erkennen und sich breit dagegen aufzustellen. In diesem Sinne, oben bleiben! Vielen Dank an Jörg Munder vom Deutschen Gewerkschaftsbund Nordwürttemberg.